Hallo Freunde, Freaks und was sonst noch da draußen rumkreucht und rumfleucht. Ja, da bin ich wieder. Guckt mal, das habe ich gerade bei Instagram gefunden. Das hat der liebe Danny der Hase, hier nennt er sich DJ Plattenkanzler. So, ich erzähle jetzt keinen Scheiß hier. So, wartet, guckt kurz. So. Da. Da oben. DJ Plattenkanzler, ja, ist mein eigener Chat. So, da schreibt hier, genau, DJ Plattenkanzler, Gabriel aus Dortmund, der sich an Kinder ranmacht. Und das war am 8.4. hast du das gepostet, bei Instagram. Ich habe Screenshot gemacht, Danny, du kannst es auch nicht mehr abstreiten. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Schwenker zu unseren Kameras. So, ihr könnt ja hier oben sehen, 8.4.2020, 18:02 Uhr, so. Ich drück mal auf Play, wenn das jetzt mal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh ne, war die falsche Maus. Entschuldigung. Da, ich drück jetzt mal auf Play. So. Ihr seht, 18.52 Uhr. Ich spule mal kurz vor. So. Gleich kommt da jemand. So. Da, seht ihr, da kommt ein Junge. Ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist. Ja. Guckt kurz. Geht wieder. So, das war 18.03 Uhr und ein paar Minuten zu künschen. So. Jetzt muss ich mal wieder vorspulen. So. So, jetzt guckt ihr da oben. So. Genau, so, jetzt geht's wieder los, gleich. Na ja, komm, mal ein bisschen vor. Geht gleich los, Leute. Nicht verzagen. Das sind, wie gesagt, unsere Kameras, also ist nicht gelogen, es läuft da oben auch. So, und wie gesagt, mir kam das schon an dem Tag sehr komisch vor, weil der Julian muss hier bloß einen Monat gewohnt haben, hatte hier auch nie Freunde zu Besuch gehabt. Ich sage noch zum Gabriel, nicht, dass da noch irgendeine Scheiße hinterherkommt. Ich hatte damals schon ein sehr, sehr ungutes Bauchgefühl gehabt. Seht ihr, da kommt der Junge wieder. Hat auch mal kurz so nach hinten geguckt. So. Dann guckt er. Und da ist er mir dann halt, beim ersten Mal ist er mir gar nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal ist er mir aufgefallen. Er guckte hier die ganze Zeit. Irgendwann, das sieht man dann hier unten, ist auch die kaputte Türe von uns. Irgendwann geht die Tür da auf. Wie gesagt, Junge steht immer noch da. So. So. Seht ihr, da oben die Uhrzeit, die läuft. Wir erzählen keine Scheiße. Da seht ihr, die Tür ist gerade aufgegangen. Dann komme ich an die Türe, frage den Jungen, was er hier will. Er sagt mir das und dann geht er wieder. Das ist 18.07 Uhr. So. Und am gleichen Tag postest du sowas bei Instagram, Danny. Hm. Soll ich wieder an den Zufall glauben? Und hast du nicht letztens noch irgendwas mit Vitamin B gesagt? Meinst du das mit deinem Vitamin B? Weil so krank schätze ich dich ein. Tja, nur das mit den Kameras, das war kein Witz, Danny. Wir können alles beweisen. Also viel Spaß mit deinem Vitamin B, Danny, der Hase. Weil wie gesagt, wir haben 4 Kameras im Außenbereich und 2 im Innenbereich. So, und da Gabriel jetzt schon seit Monaten die Wohnung nicht mehr verlassen tut, ja? Hat Gabriel einen 24-Stunden-Beweis, wo er sich aufhält. Und wie gesagt, das wird in einer Seite, da komme ich gerade raus. So. Geh nochmal hinterher, dem Jungen, weil mir das halt komisch vorkam. Ja, Danny der Hase, was sagst du jetzt mit deinem Vitamin B? Wie gesagt, Danny, Post vom Anwalt wirst du bekommen dafür. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Viel Spaß.